Vor einigen Wochen, während der Worship-Zeit in der SLA, kam jemand aus der Klasse auf mich zu und fragte mich, ob er für mich beten kann. Es ging um meinen Serotoninspiegel, ein Hormon, das bei mir eher tief ist. Das versuche ich auszugleichen, indem ich im Winter Lichttherapie mache. Ich habe das gern angenommen. Er hat mir die Hand auf die Schulter gelegt, für mich gebetet. Und dann habe ich gespürt, wie mein ganzer linker Arm heiß wurde. Anschließend auch der rechte, die haben richtig gebrannt. Ich fand das etwas lustig. Ich habe so gesagt, Jesus, soviel ich weiß, ist der größte Teil meines Serotonins in meinem Bauch und in meinem Kopf, aber nicht in den Armen. Aber was du tust, wird sicher gut sein. Und ich habe die Situation dann wieder vergessen und war später an dem Tag beim Truppenarzt, um Impfungen machen zu lassen für unseren Mission Trip nach Senegal. Ich habe mich dahin angemeldet, weil ich den Eindruck hatte, Gott möchte mich da haben. Hatte aber etwas Angst vor den Impfungen, weil ich da oft sehr stark reagiere, mit einer Grippe eine Woche im Bett verbringe. Und als ich da beim Arzt saß und in meine Oberarme je einen Stich gekriegt habe, ist mir die Situation von morgen wieder eingefallen. Ich habe so zu Jesus gesagt, jetzt bin ich gespannt, was geschieht oder eben nicht geschieht. Und ich hatte wirklich keinerlei Symptome, keinerlei Nebenwirkungen der Impfungen, was für mich total außergewöhnlich ist.